Hallo, heute sind wir auf dem Kirsthof der Familie Hoffmann in Kopp. Kopp liegt auf 520 Meter Höhe und hat einen Jahresniederschlag von 720 mm. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 8,5 Grad. Das heißt, hier herrscht eher ein raues Klima. Die Familie Hoffmann hält 170 Milchkühe mit einer Jahresleistung von 12.000 Kilogramm. Wir stehen jetzt hier auf dem Dauergrünland. Das wird regelmäßig in etwa 4 Schnitten zusammen mit einigen Hektar Ackergras gemäht. Und in unserem Video heute zeigen wir Ihnen die Arbeitsschritte von der Mahd bis zum Abdecken des Silos. Und wir verraten Ihnen natürlich auch die Tipps und Tricks, mit denen es Stefan Hoffmann regelmäßig gelingt, wirklich Top-Silagen zu erzeugen. Zum Thema Schnittzeitpunkt. Für Stefan Hoffmann ist klar, er mäht lieber etwas später. Er möchte einen Rohfasergehalt in Richtung 23% erreichen. Denn er möchte kein Stroh in die Ration einmischen, denn Stroh bringt ihm weder Energie noch Protein. An die Frage Schnittzeitpunkt schließt sich die Frage häufig an, welches ist die beste Tageszeit zum Schneiden? Das ist ganz klar der Abend, denn dann ist die Sonne des ganzen Tages eingefangen und der Zucker liegt hochkonzentriert im Gras vor. Nun zur Schnitthöhe. Gemäht wird mit einem Aufbereiter und einer Schnitthöhe von 8 bis 9 cm. Und das sollte regelmäßig kontrolliert werden. Am besten misst man dafür in der Mitte des Schwades. Hier sind wir jetzt bei einer Schnitthöhe von 8 oder auch 9 cm und damit tendenziell hoch. Zur Begründung sagt der Betriebsleiter, dass er die Ernte möglichst schmutzarm erledigen möchte und damit eine gute Basis für eine gute Gärqualität herstellen möchte und die Narbe ausreichend Material zum Neuaustrieb hat. 18 Stunden später und schon sind wir beim Thema Anwelken. Das Anwelken sollte schnell vonstatten gehen, Sonneneinstrahlung ist zu berücksichtigen und, wie wir hier festgestellt haben, unterschätzen Sie die Trocknungskraft des Windes nicht. Die Milchsäurebakterien brauchen ausreichend Feuchtigkeit, um Säuren zu produzieren. Das wünschen wir uns. Deshalb streben wir einen pH-Bereich zwischen 30 und 40% an, damit es nicht lediglich zu einer Konservierung durch Luftabschluss kommt. Zum Abschluss kann die obere Schicht etwas feuchter sein. Denn so kann in dem oberen kritischen Bereich die Verdichtung gewährleistet sein. Ein Teil der Flächen können Sie etwas später mähen und haben automatisch etwas feuchteres Material. Biologische Siliermittel werden im Betrieb Hoffmann zu allen drei Schnitten eingesetzt. Die homo- und heterofermentativen Milchsäurebakterien produzieren sowohl Milch als auch Essigsäure zur schnellen pH-Wertabsenkung. Je nasser die Silage ist, desto tiefer muss der pH-Wert sein, um die Clostridien, die Buttersäurebildner, in Schach zu halten. Wichtig ist es, vorher die Anwendungshinweise durchzulesen. Je nach Mittel variieren die Dosierung sowie auch die Handhabung. Die Häcksellänge ist eine sehr betriebsindividuelle Entscheidung. Auf dem Betrieb Hoffmann wird eine theoretische Häcksellänge von 7,5 mm angestrebt. Das ist extrem kurz. Praxisüblich sind 2 bis 5 cm, je nach Anwelkgrad. Die theoretische Häcksellänge sollte im Vorhinein immer mit dem Lohnunternehmer abgesprochen werden und direkt vor dem Häcksel auch nochmal mit dem Häckslerfahrer. Hier auf dem Betrieb ist eine recht kurze Häcksellänge gewünscht, da in der Ration der Kühe wenig Selektionsmöglichkeiten geboten werden sollen und so die Futterkomponenten eine homogene Partikelverteilung haben. Ja. Zurück auf dem Hof sehen wir hier die top vorbereitete Siloanlage. Alles ist blitzsauber. Die Wandfolien hängen. Und Christiane, was hast du noch entdeckt? Wir sehen hier die Sandsäcke, die schon bereit liegen für unsere Querriegel. So kann nach dem letzten Wagen direkt mit dem Abdecken begonnen werden. Mit dem Silo-Verteiler wird nun versucht, das Material möglichst dünn zu verteilen. Schichten von 20 bis 30 cm wären der Goldstandard, sind aber sicher nicht die Praxis. Und es geht darum, letztendlich eine gute Verdichtung mit möglichst dünnen Schichten zu erreichen. Die maximale Walzgeschwindigkeit sollte ca. 4 km/h betragen und pro Fuhr sollte mindestens 2-mal verdichtet werden. Für das richtige Walzgewicht herauszufinden, sollte man folgende Formel einmal verwenden. Das Freilegen einer Rinne für die Sandsäcke am Rand ist hier im Betrieb reine Handarbeit. Denn die Erfahrung hat gezeigt, dass dadurch Verletzungen an den Wandfolien vermieden werden. Sobald der letzte Wagen festgefahren wurde, ist noch kein Ende in Sicht, denn Nachwalzen ist Pflicht.
aber nur so lange, wie der Silostock noch federt. Denn wenn zu lange nachgewalzt wird, kann das Material erneut aufgelockert und damit Sauerstoff eingetragen werden. Und sofort, wenn man mit dem Walzen fertig ist, sollte man mit dem Abdecken anfangen. Zuerst kommt die Unterziehfolie drauf und saugt sich direkt fest. So kann kein Sauerstoff mehr rein. Danach kommt die feste Silofolie darüber. Ein Silo-Schutzgitter sollte als Abschluss zum Schutz gelegt werden. Zur Befestigung sollten alle 5 Meter Querriegel aus Sandsäcken benutzt werden. Jetzt stehen wir mit der Familie Hoffmann hier. Die Arbeit ist getan, das Silo ist abgedeckt. Meine Frage an Stefan Hoffmann, wie er jetzt mit der Ernte zufrieden ist. Wie war der Ertrag? Wie war der Ablauf? Alles nach Wunsch gelaufen? Ja, insgesamt sind wir sehr zufrieden. Die Menge ist ausreichend gewesen, doch mindestens wie erwartet eher etwas mehr. Und die Qualität scheint auch noch trotz des späteren Schnittzeitpunktes recht gut zu sein. Die Silage ist so optisch zuckerhaltig. Man sieht es am Gras, was aus dem Silo mit rausgefahren worden ist. Und auch wenn man die Silage oder das Gras in die Hände nimmt, macht es auch einen sehr guten Eindruck und sind optimistisch, dass doch auch gute Werte rauskommen, für eine gute Fütterung der Milchkühe zu gewährleisten. Gut, dann warten wir jetzt auf die Gärgashaube. Wir sagen herzlichen Dank der Familie Hoffmann, dass wir dabei sein durften, live bei der Silagebereistung erster Schnitt 2022. Und wir danken ganz insbesondere auch dem Lohnunternehmen Hoffmann und dem Lohnunternehmen Zenz, dass sie uns erlaubt haben, die ganze Ernte filmisch zu begleiten. Darauf trinken wir einen Prost!